In diesem kurzen Film will ich Ihnen zeigen, wie Sie den RAW Converter Capture One in Ihren Lightroom Workflow einbinden. Ich mache das selber sehr, sehr selten, vielleicht zwei, dreimal im Jahr, aber es kann schon vorkommen, dass ich froh um Capture One bin, zum Beispiel bei der Bearbeitung von Hauttönen auf RAW-Basis oder auch bei den RAW-Bildern der Fuji X100S, wo Capture One hin und wieder ein bisschen die bessere Interpretation dieser RAW-Files macht, als das bei Lightroom der Fall ist, weil die Fuji X100S setzt ja den X-Trans-Sensor ein und Adobe hat da schon noch so ein bisschen Nachholbedarf, was diese Files betrifft. Jetzt, wie binde ich Capture One möglichst simpel in meinen Workflow ein? Ich überlasse Ihnen das selber zu entscheiden, ob und wie Sie das tun. Ich zeige Ihnen jetzt einfach, wie ich das mache. Und zwar habe ich hier ein Bild ausgesucht, das ich in Capture One kurz öffnen und nachbearbeiten möchte. Ich habe das so vorbereitet. Ich habe bei mir eine spezielle Partition. Dort drauf habe ich die aktuellen Projekte, die sind jetzt alle abgeschlossen im Moment, meine Kataloge. Und dort drin ist einerseits mein Lightroom-Hauptkatalog mit den 30.000 Fotos und hier habe ich einen Ordner Capture One Sessions im gleichen Verzeichnis wie auch der Lightroom-Katalog. Jetzt normalerweise gehe ich nur mit Bildern ins Capture One, die sich im Ordner aktuelle Projekte, aktuelle Arbeit befinden. In diesem Block gibt es jetzt aber eine Ausnahme. Ich transferiere ein Bild direkt zu Capture One, das eigentlich bereits archiviert wurde. Jetzt gehe ich so vor. Ich starte zuerst Capture One, ganz normal, und lege mir dann eine neue Session an. Nicht etwa einen neuen Katalog, wie das mit Capture One Pro 7 möglich ist. Die Verwaltung mache ich auf jeden Fall mit Lightroom. Da ist Lightroom hoffnungslos hoch überlegen. Wirklich definitiv keine Stärke von Capture One. Ich erstelle deshalb eine neue Sitzung. Und die Sitzung, die lege ich jetzt genau dort ab, wo ich den Ordner zuvor hingespeichert habe. Das haben Sie ja gesehen in diese Capture One Sessions. Da ändere ich nichts, sage okay und jetzt öffnet sich das Capture One Interface. Hier angekommen gehe ich jetzt zurück zu Lightroom, ziehe mir dieses Bild einfach hier ins Capture One Fenster hinein und schon erscheinen hier unten die Fenster und das besagte Bild wird auch gleich aktiviert, wie Sie hier sehen. Die anderen werden jetzt einfach auch angezeigt, weil, wie Sie hier sehen, haben wir jetzt hier einfach eine Art Browser-Modus, so wie wir das von der Bridge eigentlich auch kennen. Das heißt, Capture One liest jetzt einfach den Inhalt dieses Ordners und zeigt mir deshalb auch die Sternbewertung oder die Metadaten der Bilder an, sprich die Stichwörter und so weiter. Ich bin aber nicht an der Dateiverwaltung interessiert, sondern nur an der Bearbeitung. Ich drücke jetzt Command B, um hier unten den Browser auszublenden und ja, ich bearbeite das Bild jetzt nicht wirklich ernsthaft. Ich mache einfach zwei, drei Änderungen, damit Sie sehen, dass ich da etwas gemacht habe. Ich wechsle mal hier rüber, ändere mir die Gradation hier auf Extra Shadow. Das mache ich insbesondere bei Porträtbildern sehr gerne. Dann gehe ich hier nach unten, mache das ganze Bild ein bisschen kühler, so damit das Ganze so diesen kühlen späten Herbstabend etwas besser in Szene bringt. Gehe dann kurz in den Farbeditor rein, gehe ins erweiterte Menü, klicke mir hier meinetwegen auf die Grüntöne, erweitere mein Spektrum und mache diese Grüntöne hier etwas heller. Ja, wieso nicht? Vielleicht etwas satter. Dann eins weiter. Hier denke ich, das Spitzlicht etwas rekonstruieren, wobei das hier weggefallen ist. Da kann ich machen, so viel ich will. Also machen wir nicht so viel. Die Schatten etwas aufhellen und meinetwegen sogar trotzdem etwas klippen lassen. Ja, viel mehr mache ich nicht. Was ich meistens noch mache, ist, ich gehe in die Schärfe-Geschichte hier rein.
erhöhe hier die Schärfe etwas, den Radius lassen wir, den Schwellenwert nehme ich runter und die Rauschreduzierung, die nehme ich definitiv auch runter, die ist bei Capture One in der Regel viel zu hoch angesetzt. Was wir tun könnten, ist, wir könnten hier jeweils reinklicken und könnten uns einen neuen Standard für nur diese Fuji X100S speichern und dann würden die RAW-Files in Zukunft nur noch mit diesem neuen Fuji-Standard geöffnet. Ich lasse es jetzt hier mal so stehen, vielleicht noch mal kurz einen Blick zurück hier in die Klarheit und da geben wir doch noch so ein kleines bisschen mehr Klarheit und vielleicht sogar noch eine geringe Vignette. Jetzt ein Vorher-Nachher gibt es nicht unbedingt in Capture One, es gibt keine Vorher-Nachher-Ansicht. Wir könnten eine neue Variante erstellen oder was ich dann meistens mache ist, ich drücke einfach kurz Command R und dann sehe ich das Originalbild und dann Command Z und dann sehe ich das bearbeitete Bild. Und was ich an Capture One schätze ist, bei den Fuji-Bildern der Fuji X100S kommen die Bilder wirklich extrem scharf und knackig daher und bei Lightroom in der Regel auch, aber bei Grüntönen habe ich bemerkt, eben nicht immer und die sind hier wirklich recht gut gelungen. Jetzt bin ich fertig und möchte dieses Bild zurück zu Lightroom importieren. Wie gehe ich jetzt vor? Ich blende mir hier die Tools wieder ein, klicke hier rüber in die Verarbeitungsvorgaben und habe mir jetzt hier Folgendes erstellt. Ich habe mir erstellt, dass ich eine ZIP-komprimierte TIFF-Datei im Farbraum Profoto RGB mit 300 Pixel pro Zoll speichern lasse und die Datei speichere ich in den Bildordner. Der Bildordner ist der Ordner, in dem das Foto sowieso schon drin ist, wie Sie sehen. Deshalb habe ich den Bilderordner genommen, damit das TIFF-File genau dorthin gespeichert wird, wo auch dieses RAW-File ist. Und alles, was ich jetzt mache, ist, ich klicke Verarbeiten. Eine entsprechende Vorgabe muss ich mir nicht speichern. Ich könnte, aber das reicht mir. Dann beende ich Capture One. Ich habe keinen Bedarf mehr dafür. Gehe zurück zu Lightroom und jetzt kommt's. Ich lasse mir jetzt von Lightroom diesen Ordner anzeigen. Mit Rechtsklick gehe zu Ordner in Bibliothek. Mache hier einen Rechtsklick drauf und sage, ich möchte gerne den Ordner synchronisieren. Und jetzt merkt Lightroom, dass da ein Bild dazugekommen ist. Ich klicke Synchronisieren und das neue Foto ist hier automatisch eingetroffen. Und das befindet sich, wenn ich es mir hier jetzt im Ordner anzeigen lasse, sehen Sie, genau an gleicher Stelle wie die anderen auch. Das bekäme jetzt mindestens 2 Sterne. Das ist die Capture One Variante, das ist die Lightroom Variante und das ist das, was ich ursprünglich dann mal daraus gemacht habe mit Lightroom und Photoshop seinerzeit. 3 verschiedene Bilder, wo man aber sagen muss, dass diese Capture One Variante wirklich nicht schlecht ist. Vor allem, wenn ich hier nochmals näher ranzoome und mir diese grünen Blätter anzeigen lasse. Das ist, ich weiß nicht, ob Sie es im komprimierten Video sehen, die Lightroom-Variante, hier die Lightroom- und Photoshop-Variante, die bereits 2-mal geschärft ist und hier die Capture One-Variante 1-mal geschärft, die in der Schärfe locker dorthin kommt, wo ich mit Lightroom und Photoshop gemeinsam nur hinkomme. Insofern hat Capture One für mich gerade wegen der Fuji X100S schon ein bisschen an Bedeutung zugenommen. Ich lösche jetzt dieses TIFF, ich habe persönlich keinen Bedarf dafür und zeige Ihnen noch kurz, was ich dann abschließend mache. Abschließend lasse ich mir per Rechtsklick den Ordner im Finder anzeigen und lösche dann hier dieses Capture One-File, wo entsprechende Rezepte reingespeichert wurden. Ich kann das hier mal kurz öffnen, einzelne Caches und so weiter und die Settings. Die brauche ich nicht mehr, das sind doch 36 Megabyte, wie Sie sehen. Also die will ich nicht noch horten. Ich lösche das Zeugs. Und was ich auch dann ab und zu mache, ist in meinem Workflow-Ordner, in den Katalogen,
diese Capture One Session, wenn ich die dann nicht mehr brauche, auch wenn die nicht schwer ist, die könnte man von Zeit zu Zeit löschen, wobei es eigentlich ganz nett ist, die zu bewahren, weil wenn ich jetzt andere RAW-Files brauche, dann starte ich einfach Capture One wieder, es wird dann die zuletzt verwendete Session genommen, ich ziehe das Bild wieder ins Capture One Fenster rein, die Session wird hier nur unmerklich oder gar nicht größer, ich ändere die Bilder, es werden wieder die Caches und die Settings im Ordner des Originalbildes erstellt und diesen Ordner lösche ich dann am Schluss wieder, sofern ich keinen Bedarf dafür habe. Das also mein Roundtripping zu Capture One. Es würde definitiv auch andere Möglichkeiten geben, zum Beispiel indem wir einen weiteren externen Editoren uns einrichten lassen in Lightroom. Aber ich denke, so wie ich es jetzt hier gezeigt habe, passt es mir persönlich einfach am besten. Es grüßt Sie ganz herzlich, Ihr Euer Mischa Meierle.